bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mir einfach selber einen schriftlichen Befehl, möglichst originalgetreu hier bastle und den jetzt einmal live mit euch ausfülle. Herzlich willkommen zur 20. Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Moin. Ja, wir sind wieder hier, kurz vor Lehrte, wo wir auch letzte Folge gestartet haben. Diesmal geht es aber nicht nach Celle, sondern wir wollen ja endlich mal ans Ende der Strecke gelangen, von Hamburg bis Hildesheim. Und deswegen geht es diesmal mit der S3 von Lehrte aus hier dann nach Hildesheim und wieder zurück. Und ich würde sagen, ich starte einmal direkt hier rein, damit wir doch gleich im Zug sitzen und losfahren können. So, da sind wir hier in unserer S-Bahn. Einmal kennt mich als dunkel schalten. Buchfahrplan hat schon jemand ominöserweise die richtige Stelle gepackt. Und dann würde ich sagen, direkt einmal losfahren. Wir wollen ja keine Verspätung erzeugen, ne? So. Man könnte fast meinen, wir seien im selben Zug unterwegs oder im gleichen Zug unterwegs wie die letzte Folge. Tatsächlich ist aber, wenn man hier oben einmal den Buchplan schaut, ein Doppeltraktion aus zwei 425ern, während wir in der letzten Folge hingegen hier mit einer Doppeltraktion aus zwei 424ern gefahren sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin hier kein Unterschied in Cockpits. Also, ich weiß, dass die Unterschiede haben, aber in der Simulation Es sind wir wurde nie welche wahrscheinlich aufgefallen. einfach nur bei der. Es wurden ein paar Dinge verbessert, und zwar irgendwie so viel, dass man eine neue Nummer vergeben musste, und heißt es halt 25. Die Bugfixe. 424er, die wurden ja explizit nur für die S-Bahn Hannover hier gemacht. Die 425er, die sind ja dann universeller eingesetzt worden. Die werden auch immer universeller eingesetzt. Also sind die 424er jetzt ja in München demnächst beheimatet. So, Lehrte bei 16,4, den aktuellen kennen wir ja noch alles. 14,4. Noch 2 Kilometer, runter auf 60 und zwar trotzdem. Wir haben zwar langsam Fahrt bekommen, also eigentlich 40 km/h, weil keine Kennziffer dran war, aber man sagt 60, deswegen vertraue ich auf den Buchfahrplan. Ich weiß auch aus meiner Erinnerung, dass hier 60 kommen müssten. Jetzt hat gerade mal geruckelt, weil es hier wieder den Güterbahnhof hier nachladen muss. Sachen. Deswegen ruckelt das mal kurz, aber dann geht's wieder. So, 16,4. Das muss jetzt noch 1 Kilometer oder so sein. Ja. Nächster Halt, Lehrte. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Achso, es stieg in der Bestätigung, in dem Sänger vorbeifährt. Jetzt war ich gerade zu abgelenkt. Ihr müsst wissen, wir sind schon ein paar Stunden jetzt mit dabei, mit Zeug Ja. für YouTube und so machen. Deswegen kann es durchaus sein, dass heute die Konzentration nicht ganz so Ja, da ist. haben heute dezenten Aufnahmemarathon schon hinter uns, Zumindest aber. eigentlich war es nur eine Folge Bausim bisher, aber. Aber eine Folge Bausimulator aufnehmen, das ist auch ein Marathon. Deswegen. Es war eigentlich nur ein Teil einer Folge. Aber es hat halt irgendwie sehr lange gedauert. Ja, dann der Multiplayer nicht ging. Dann muss ich alles alleine machen. Aber hier hat Pascal trotzdem schon weitergemacht. Naja, man ist ja nicht unproduktiv. So, auf meiner Zwangsrunde kann ich jetzt erstmal nur 40 fahren, obwohl hier 60 erlaubt werden. Wie war das? Wir wollen keine Verspätung erzeugen. Ja, man muss Naja. es ja nicht. Wenn du da auch schon Verspätung bekommen hättest, dann hättest du ja jetzt Noch mehr, ja. jeweils ein. Ja, genau. Also hättest du da eine Verspätung bekommen und jetzt eine Verspätung, dann hättest du schon zwei Verspätungen, anstatt nur eine Verspätung. Zwei Verspätungen. Sehr der Fahrgäste, der Ja. Zug hat heute voraussichtlich 5 Verspätungen. So, und letztes Mal sind wir hier rüber gefahren auf Gleis 14 war es ja, glaube. Diesmal fahren wir hier auf die 11, mit der wir dann ja Rückzugs gehalten haben. Sehen wir da an,
nicht, dass wir diesmal jetzt hier nicht wenden müssen, sondern geradeaus dann weiterfahren. Das ist natürlich sinnvoll, wenn wir auf der rechten Seite bleiben würden, ne? So, einmal bis nach ganz nach vorne fahren, ans Ende vom Bahnsteig. So, wir kommen mit einer Minute Verspätung hier an. Eine Minute geht noch, finde ich. Ja. Also, 50 wäre Ankunft, 51 Abfahrt. Jetzt haben wir 51 Abfahrt und hoffentlich auch noch 51 Abfahrt. Ja, Ankunft und Abfahrt. So, hier haben wir jetzt Langsamfahrt erwarten. Und im Buchfahrplan steht jetzt zwar irgendwas von 60, 70 an Streckengeschwindigkeit. Aber ich habe keine Ahnung, ob das auch für die Ausfahrweichen gilt. Deswegen gehe ich mal auf sicher und fahre 40. Ich glaube, wissen würde man das wahrscheinlich auch nur, wenn man dann hier streckenkundig ist. Ob die Weichen da auch für 60 und so zugelassen sind. Aber wenn das Signal mir nur 40 sagt, dann werde ich auch nur 40 fahren. Jetzt gerade eben wusste ich, ich fahre hier gerade durch, nicht über die Weiche, und die Weiche, die sah auch aus, als ob die für 60 ausgelegt ist. Da vorne. Ziemlich, glaube ich, in der letzten Folge 60 gefahren. Aber lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Alternativ könnte man auch den FDL belästigen. Ja, und aber ich weiß nicht, ob man den wegen allem belästigen sollte. Das Signal hier hat eingestellt 40 km/h und theoretisch hätte der Fahrzeug oben noch die Kennziffer, keine 6 oder 7, also für 60 oder 70 km/h anzeigen lassen können. Da war ein Feld, wo eine Kennziffer angezeigt werden kann, aber da steht keine Kennziffer. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Fahrzeug tatsächlich 40 auch sagen wollte. Sonst hätte er dann die Kennziffer 6 ja reinpacken können, wenn sich 60 fahren darf. Also er kann ja nicht aktiv reinpacken, sondern wenn er das Ganze hier auf grün stellt, dann packt sich da automatisch die richtige Kennziffer rein, aber wenn er keine 6 reingepackt hat für 60, ja, dann werde ich wahrscheinlich nur 40 fahren sollen. So. Wollen dürfen. Ja. Deswegen, so, jetzt queren wir übrigens hier gerade einmal die Hochgeschwindigkeitsgleise der Bahnstrecke Berlin-Hannover. Hier geradeaus geht's nach Berlin. Aber wir fahren geradeaus weiter und biegen dann gleich noch ab, weil hier die Strecke geradeaus weiter. Das ist dann die Bahnstrecke Hannover-Braunschweig. Und wir biegen dann aber ab auf die Strecke Richtung Hildesheim. Ja, aber übrigens ein interessanter Regionalzug, den wahrscheinlich gerade ausgebremst haben, weil wir mit Verspätung über das Gleisvorfeld drüber hüpfen. Aber ja, so. 80 und 80 erwartende. Bestätigen wir einmal. Vielleicht noch alles Mögliche rausfahren können, was wir uns gerade eingebrockt haben in Verspätung. Also da drüben kommen wir die Gleise in die Gegenrichtung, beziehungsweise das Gleis nach Braunschweig in die Gegenrichtung. Unser Gleis in die Gegenrichtung, das macht da hinten so einen ganz kurzen Schwenker. Das werden wir, glaube ich, gleich am Horizont sehen, das Gleis. Wir werden dann auf der Rückfahrt dann drüber fahren, aber ja. Unser Gleis hier, auf dem wir gerade fahren, Richtung Hildesheim ist das einzige. Und, okay, gelb. Warum er jetzt plötzlich ein gelbes Signal herkommt mitten auf der Strecke? Aber. Vielleicht liegt das in Verspätung. Naja, so früh ist es auch. Ja, wobei, hätte ein Zug vor uns auch noch Verspätung haben müssen. Ah. Übrigens seht ihr da am Hintergrund, da sieht man so ein paar Posten, das ist das Gleis in die Gegenrichtung. Da einmal einen riesigen Schwenker dreht. Und hier, wir biegen ab und da geht es dann geradeaus weiter nach Braunschweig. Und wir bremsen mal runter. Jetzt sind die Strecke nach Braunschweig auch eingleisig. Ist der 500 Hertz Magnet, löst er aus oder löst er aus und da vorne hat sich sogar ein rotes Signal. Hier stehen bleiben. Aber gut. Wir machen, was der Fallensleiter uns sagt. Da haben wir eh keine andere Meinung. Beziehungsweise die Signale uns sagen. Nein, der Fallensleiter stellt ja die Signale.
Na gut. So, jetzt haben wir ein Meldungsfenster, was leer ist. Was daran liegt, dass jetzt hier eigentlich ein schriftlicher Befehl kommen würde, aber seit dem neuesten ZUSI-Update habe ich nie wieder einen schriftlichen Befehl erhalten und teilweise andere Meldungsfenster, wo irgendwelche Informationen oder so kommen oder irgendwelche Textfelder, die sind auch teilweise leer, also häufig leer. Und genau deswegen, hier ist übrigens der Pascal aus dem Schnitt, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mir einfach selber einen schriftlichen Befehl möglichst originalgetreu hier bastle und den jetzt einmal live mit euch ausfülle, damit wir wenigstens das Feeling des schriftlichen Befehls haben. Ich muss kurz auf Trigger noch vorneweg, ich habe keine Ahnung von schriftlichen Befehlen, also wirklich nur so ganz rudimentär, deswegen versuche ich es hier nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. Wird wahrscheinlich irgendwo falsch werden. Korrigiert mich da auch gerne konstruktiv in den Kommentaren, weil ich bin für schriftliche Befehle echt kein Profi. Ich bin einfach nur auf die Idee gekommen, könnte man ja einfach mal versuchen auszufüllen. Möglichst richtig natürlich. Also auf jeden Fall, das ist der Vordruck Nummer. Ja, Stift aktivieren, Entschuldigung. Nummer 1 von 1. Mehr Vordrucke haben wir nicht. So, wir sind Triebfahrzeugführer des Zuges. Keine Sperrfahrt, auch keine Rangierfahrt des Zuges. Unsere Zugnummer ist die 3, 4, 3, 2, 5. Ich schreibe übrigens auf meinem Kraftstapel immer sehr, sehr ordentlich. Dich natürlich zu entschuldigen, falls man das nicht lesen kann. Und wir befinden uns hier auf der Höhe des Kilometers 15.2 im Regelgleis. Also wir sind ja noch im Bahnhof drin. Erst hier hinter dem Ausfahrsignal beginnt ja überhaupt erst Gleis und Gegengleis. Deswegen würde ich sagen, wir finden uns auf Gleis, nicht Regelgleis und auch nicht Gegengleis, im Bahnhof Lehrte immer noch. Weil das Ausfahrsignal, das haben wir jetzt gerade vor uns und es ist rot. So, ich hoffe, das habe ich so richtig ausgefüllt. So, dann gehen wir mal die Befehle durch. Befehl 1 brauchen wir nicht. Befehl und 1.1 erst recht nicht, weil dazu müssen wir die 1 haben. Befehl 2, das klingt aber gut, Sie dürfen vorbeifahren bzw. weiterfahren nach Vorbeifahrt. Gute Frage, was jetzt gültig ist. Ich würde einfach mal behaupten wollen, weiterfahren nach Vorbeifahrt. Kann man natürlich genau das Falsche jetzt gestrichen habe. Signal. Das Ganze ist das Signal N859. Kennt man immer in so einer kleinen weißen Tafel, die irgendwo am Signal dranhängt. Bei Kilometer oder Bezeichnung. Muss jetzt hier ESIG rein? Oder muss das hier vorne bei Signal rein und hier dann die Bezeichnung, dieses N859? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich schreibe mal hier einfach rein, jetzt nicht ESIG. Das ist ja kein Einfahrtsignal, das ist ein Ausfahrsignal, also ASIG. Und den Kilometer schreibe ich auch noch rein. Das ist die 15.2 immer noch, wo wir hier stehen. Das Bahnhofs Lehrte. Genau, da dürfen wir weiterfahren nach Vorbeifahrt. Dann 2.1 interessiert uns nicht. Die 3 interessiert uns auch nicht, aber die 4. Denn wir dürfen jetzt eine Gegengleisfahrt machen von Lehrte bis zum nächsten Bahnhof Sehende, was auch unser nächster Halt ist. Genau, dann, wir sind keine Schiebefahrt, 5 interessiert uns nicht, sie dürfen vom Gegengleis, das interessiert uns jetzt auch nicht bei der Befehl 6. Was uns aber noch interessiert, das ist Befehl 7, denn wir dürfen jetzt einmal auf dem Gegengleis noch anhalten einmal, zwar Vorsignal NE1 ist falsch, da gibt es keine Trapeztafel, sondern auf Höhe des Einfahrsignals A251 beim Kilometer 21.4 des Bahnhofs Sehende.
Das ist nämlich das Einfahrsignal von Sehende und vor dem müssen wir dann einmal, also auf Höhe dieses Einfahrsignals, müssen wir dann einmal anhalten. So, Befehl 8 ist für Bahnübergangsstörungen. Dann die 9 und 10 sind jetzt auch nicht. ETCS und LZB. Der Langsamfahrstelle haben wir auch nicht. Wir müssen auch keine Geschwindigkeitsreduktion beachten. Nach der 12. Deswegen und von Fahrern auf Sicht entbunden werden wir auch nicht. Übermittlungscode, keine Ahnung, was da rein muss. So, Ort ist Lehrte. Das Datum in dem Spiel ist der 20.06.2018 und die Uhrzeit, die beträgt gerade 16:56 Uhr. Genau, Fahrdienstleiter, das ist der Zusi FDL. Und erhalten, das habe ich. Genau. Und dann würde ich behaupten wollen, der sei jetzt ausgefüllt, der schriftliche Befehl. Und das heißt, hier kann ich auch nochmal reinschreiben. Auch noch Vortrag 1 von 1. Den musste ich hier nur auf zwei Seiten einmal aufteilen. Aber ja, ich würde sagen, unser Befehl ist damit fertig. Und ich kann es ein bisschen labern, weil in der Realität wird es natürlich auch eine Weile dauern, bis uns der Fahrdienstleiter den schriftlichen Befehl diktiert hat. Wir den abgeschrieben haben, wir den nochmal vorgelesen haben und der Fahrdienstleiter das nochmal abgenickt hat, das ist auch alles richtig. Also so bei dem doppelte Kontrolle, dass wir auch ja nichts Falsches geschrieben haben. So, soweit so gut. Ich würde sagen, in der Realität hat es vielleicht noch ein klein Mühe länger gedauert. Das Ganze mit dem Diktieren, Abschreiben, Kontrollieren und so fort. So, und wir fahren jetzt weiter. Und zwar haben wir jetzt hier eine Bahnstrecke, die nicht dafür ausgelegt ist, dass man hier im Gegengleis fährt. Das heißt, hier ist kein signalisierter Gegengleisbetrieb möglich, weil sonst hätte uns der Fahrdienstleiter ja einfach das halt eben die Weichen stellen können auf das Gegengleis und wir fahren halt eben dann, der kriegt dann hier eben ein grünes Signal oder Langsamfahrt mit, ja, halt eben, dass wir ins Gegengleis reingeleitet werden. Dafür ist die Strecke aber nicht vorgesehen und deshalb müssen wir im Gegengleis auf schriftlichen Befehl fahren. Und das bedeutet, dass wir in allen weichen Bereichen, ne, nur 40 km/h fahren dürfen, wie es auch hier der Fall ist. Aus dem einfachen Grund, weil wir ja nicht wissen, wie sind die Weichen gestellt. Wir kriegen ja nichts gesagt, außer mit halt eben, wir dürfen im Gegengleis fahren. Wir kriegen sonst ja keine Informationen. Das heißt, wir fahren einfach nur 40 km/h zur Sicherheit. Und auf der freien Strecke war es lange Zeit so, dass man dann nur 100 km/h fahren durfte. Mittlerweile gilt, dass man auf der freien Strecke dann die zulässige Maximalgeschwindigkeit fahren darf. Jedoch ist es bei einigen Bahnstrecken so, dass dann noch gewisse Geschwindigkeiten, ne, für das Gegengleis festgelegt sind. Und die stehen hier in diesen seltsamen Klammern. Und bei vielen Bahnstrecken, bei denen man nicht auf Signal im Gegengleis fahren darf, gelten weiter noch 100 km/h. Und wenn wir hier einmal schauen, zwischen Lehrte und Sehende, wir haben hier 100 und 100 stehen. Das heißt, auch wir dürfen nur 100 km/h fahren, jetzt, weil wir im Gegengleis unterwegs sind. Mit anderen Worten, da wir sehr langsamer fahren dürfen, kriegen wir noch zusätzliche Verspätung, neben dem, dass wir eh stehen bleiben müssen wegen dem schriftlichen Befehl und gleich nochmal stehen bleiben müssen, aufgrund des zweiten schriftlichen Befehls, den wir noch auch vor dem Einfahrsignal von Sehende abholen dürfen. Muss man auch darauf achten, 21.4, da müssen wir stehen bleiben. Soweit so erklärt, dass es rübergekommen ist, Tobi. Ja, es sind viele Informationen, aber ich glaube, ich habe einigermaßen verstanden. Das hat jetzt eine Fehlfunktion einfach, oder? Nee, wir werden aus irgendwelchen Gründen hier auf das Gegengleis umgeleitet. Ich glaube, ich sehe den Grund da schon, weil da steht ein Güterzug auf dem Regelgleis. Der ist wahrscheinlich liegen geblieben, hat wahrscheinlich Lokschaden oder irgendwas. Und jetzt ist das Gleis verstopft von dem. Und wenn man eine Bahnstrecke hat, auf der man auf beiden Gleisen Signale, zum Beispiel hier ist ja jetzt drüben ein Signal, aber auf unserem Gleis ist hier kein Signal, dann könnte man einfach die Weiche an dem so stellen, dass wir normal auf dem Gegengleis fahren und dann halt eben Signalgrün machen. Ne? Weil das Signal kann man auch immer nur auf Part stellen, wenn alle Weichen richtig gestellt sind. Aber wenn halt eben es diesen Fahrweg halt eben nicht gibt, dass wir eben hier über dieses Gegengleis fahren dürfen, ne, dann kann der Fahrdienstleiter auch das Signal nicht auf grün stellen, sondern muss auf rot lassen. Ne. Kann zwar die Weichen stellen, aber kann halt eben das Signal nicht grün stellen, weil das Signal sagt dann so, nö, die Weichen sind nicht richtig gestellt, der darf nicht fahren. Deswegen müssen wir dann über schriftlichen Befehl halt eben fahren, hier auf dem Gegengleis.
weil hier anscheinend der Güterzug mit dem Lokschaden liegen geblieben ist. Jetzt fahren wir hier. Ohne Sicherungstechnik, hier ist nichts abgesichert, sondern ist alles auf Vertrauen-Basis mit dem Fahrdienstleiter. Aber dafür haben wir den schriftlichen Befehl, dass wir wissen, der Fahrdienstleiter ist erlaubt. Das heißt, uns trifft keine Schuld, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben nur das gemacht, was der Fahrdienstleiter uns geschrieben hat. Und deswegen haben wir das hier als Beweis da liegen. Ne? Und gleichzeitig ist zum Beispiel auch bei uns im Zug gespeichert worden, hat eben zu welcher Uhrzeit wir genau halt eben über ein Rotsignal drüber gefahren wird. Bei alle Tätigkeiten wie SIFA drücken, PZB und so, das wird ja alles auch im Bordcomputer gespeichert. Sowas so wie eine Blackbox. Ja, wie beim Blackbox beim Flugzeug. So, und hier sind wir jetzt bei Kilometer 20,4 und bei 21,4 müssen wir stehen bleiben, dass ich ganz schön mal langsam anfange mit Bremsen. Wir dann bei 21,4 gehen bleiben. Unseren Befehl zu bekommen vom Fahrdienstleiter in Sehende dann wahrscheinlich, weil das gerade eben wahrscheinlich der Fahrdienstleiter in Lehrte war und dann müssen wir jetzt zum Fahrdienstleiter in Sehende, dass der uns nämlich noch erlaubt, dass wir in den Bahnhof reinfahren dürfen. Von dem Gegengleis hier. Und da sehen wir auch schon das rote Einfahrsignal des Regelgleises. Wir haben natürlich kein Signal, aber wir haben hier trotzdem einen 500-Hertz-Magneten liegen, der einfach dafür sorgt, dass Züge, die hier auf dem Gegengleis fahren, auch wenn es keine Signale gibt oder das nicht vorgesehen ist, dass die Züge fahren, aber dass die trotzdem nicht einfach so in den Bahnhof reinbrettern. Weil es kann auch mal passieren, dass zum Beispiel ein Zug halt eben einfach irgendwie sich gelöst hat oder irgendwas oder einfach wegrollt oder irgendwas. Kann ja immer das Dümmste passieren. Das ist zum Beispiel auch vor einer Weile gewesen. Und der Bahnstrecke zwischen München und Salzburg war das, glaube ich. Sich da einfach irgendeine Lok losgetan hat und dann einfach dann die Strecke langgerollt ist und gebrannt hat. Die hat auch noch gebrannt irgendwie, die Lok gleichzeitig. Und dann sind da wirklich, da haben die Fahrzeuge dann irgendwie in den Bahnhof geschafft, die Weichen so zu stellen, dass diese Lok halt eben dann auf irgendein Abstellgleis gefahren ist und dann gegen den Prellbock gerammt ist, weil die Feuerwehr, die ist einfach die ganze Zeit hinter diesem Zug hinterher gerast auf der Straße. Das war auch ganz interessant. Und die Fahrzeuge haben es tatsächlich geschafft, dann sozusagen das einfach gegen Prellbock drums und dann stand seit ihm fest. So, hier aber den nächsten schriftlichen Befehl. Und den würde ich auch gerne einmal mit euch noch kurz ausfüllen. Also wieder, wir sind ein Zug. Wir sind keine Sperrfahrt oder sonstiges. Und unsere Zugnummer ist immer noch die 34325. So, diesmal ist unser Standort der Kilometer 21,4 und wir finden uns auf dem Gegengleis der Strecke von Lehrte nach Sehende. Und was uns jetzt interessiert, ist direkt der Befehl 1 nur. Und zwar, Sie dürfen in den Bahnhof einfahren. Also Sie dürfen in den Bahnhof einfahren, und zwar in den Bahnhof Sehende. Genau, das war alles diesmal. Mehr haben wir nicht auszufüllen. Wir müssen noch die 1 von 1 reinschreiben. Und dann einmal hier unten unterschreiben. Das Datum ist immer noch der 20.06.18. Und die Uhrzeit ist jetzt 17.03 Uhr. Der Ort ist Sehende. Fahrzeit ist wieder der Zusi FDL. Und erhalten habe ich den Befehl. Genau, da würde ich sagen, ist der Befehl auch durch. Dann würde ich sagen, mal weiterfahren. Wir haben auch keine Trapeztafel oder irgendwas, sondern es ist wirklich einfach nur nichts. Nur dieser 500-Hertz-Magnet ist die einzige Sicherung, die es hier gibt, wenn man in diese Richtung fahren möchte. Im Gleis. So, und ab hier ist jetzt wieder Weichenbereich. Deswegen geht wieder nur 40 km/h für uns. Bis wir am Bahnsteig stehen. Das ist jetzt noch ein Stück, um nicht genau zu sein, noch ein ganzer Kilometer. Nächster Halt, Sehende. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
aber auch mal interessant, so Ausnahmen. Ja. Meine Gegengleisfahrt, die eigentlich so gar nicht eingeplant ist. Übrigens, Tobi, hier drüben hat man jetzt gerade wieder eine Flankenschutzweiche, aber eine mit Prellbox rüber. Da hat man in der letzten Folge drüber geredet. Das ist meist, da geht eine Weiche ins Nichts und hier ging eine Weiche einfach plötzlich random gegen den Prellbock. Mhm. So, jetzt geht's auch wieder hier auf das Regelgleis rüber. Und ich glaube, ich sehe da auf dem da drei Lichter in die Gegenrichtung. Ich glaube, es ist die S-Bahn in die Gegenrichtung, die jetzt gerade auf uns warten durfte. Weil wir jetzt auf deren Gleis unterwegs waren, das blockiert haben. Ist halt so gelaufen, ne? Das heißt, wir haben ja auch bei dem Punkt aus der letzten Folge Verspätung bei der S-Bahn Hannover. Der Edirne-Bosen-Güterzug bleibt hier liegen, genau an der Stelle, wo sich die beiden S-Bahnen treffen. Zack, haben wir jetzt Verspätung. Gut, ist nicht so schlimm, weil wir fahren noch bis Hildesheim, da wenden wir. Und der Zug in die Gegenrichtung jetzt auch Verspätung. Und dann hinter Lehrte kommen die eingleisigen Abschnitte. Plus dort fährt noch die S6 und die S7. Und zack, gehen die Züge sich alle gegenseitig in den Senkel, weil sich alle gegenseitig blockieren. So, und jetzt kann der Kollege losfahren, weil wir weg sind von seinem Gleis. Mahlzeit. So, und wir haben jetzt hier unseren Bahnstecker, den wir mal anhalten dürfen. Mit in Sehne sollen wir 58 ankommen. Wir haben es jetzt 6 nach oben. Das heißt, wir haben jetzt aufgrund des Ganzen 8 Minuten Verspätung. Schon habe ich. Ja, aber wir hatten halt dafür auch 2 schriftliche Befehle. Plus sind wir in Lehrte ja schon mit einer Minute Verspätung abgefahren. Und zum Beispiel, ich hatte es mal in der Realität, dass ich mit dem Zug mitgefahren bin, da hatten wir auch einen schriftlichen Befehl bekommen. Na, ja, und da hat man plötzlich 5 Minuten Verspätung. Zumindest hat der Anschlusszug auf uns gewartet. Was nämlich ganz kurz vor dem, als mich da war, nämlich der Bahnhof vor dem Endbahnhof des Zuges, wo wir dann alle Reisenden in den nächsten Zug umsteigen wollten, ne? Oder die meisten Reisenden. Und der Anschlusszug hat zum Glück auf uns gewartet. Oh ja. Das wäre ansonsten auch echt mieser Service gewesen. Ja. Aber gut, die beiden Züge waren noch vom selben Eisenbahnunternehmen, deswegen, ne? Hat es da nicht weit das Problem. Wenn Züge aufeinander warten sollen wegen Verspätung, ist auch mal eine Mischung aus, weil da gibt es dann Pläne, welcher Zug an welchem Bahnhof auf welchen Zug wie lange warten kann, weil teilweise ist es auch, wenn du eingleisige Bahnstrecken hast, dort kannst du nicht einfach mal 10 Minuten irgendwie auf den anderen Zug warten, ne? Weil dann, trotz eingleisige Bahnstrecke hast du eine Begegnungsstelle vielleicht und ist halt eben so, dass du dich mit dem Zug in die Gegenrichtung hast, der dann auch 10 Minuten Verspätung tut und dann diese Verspätung im Laufe des Tages nie wieder auszugleichen ist. Deswegen dann zum Beispiel bei dem gilt, der kann vielleicht 1 Minute, 2 Minuten warten oder nee, der wartet gar nicht. Sowas. Und dann ist halt eben da die Entscheidung, die Fahrdienstleiter werden mit der Entscheidung einbezogen, die Zugchefs werden mit einbezogen, also im Fernverkehr sind nicht richtige Zugchefs, im Güterverkehr und im Regionalverkehr sind die Zugchefs und die Lokführer, die werden einbezogen, dann die Zentralen der Verkehrsunternehmen, die werden damit einbezogen, also das ist ganz, ganz kompliziert, da bin ich auch kein Profi drin, aber ich weiß, da gibt es auf YouTube gute Videos dazu. Wenn ihr da was haben wollt, statt eines Auto-Shorts von mir. Weil ich glaube, das ist schon eine recht komplizierte Angelegenheit, wer da alles wie involviert ist. Deswegen cool da einfach mal danach, irgendwie, keine Ahnung, Anspruchswachen oder irgendwas. Sowas. Wäre schon was für. So, nächster Halt ist Algermissen bei 30.2. Oh ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Sind die Halte ein bisschen weiter einfach. Als auf der Brücke nach Celle. 30.2. Also warum fahre ich nur 100? Ich habe 140 erlaubt. Nicht blöd? Willst du verspäten? Ey, bin ich blöd? Warum fahre ich jetzt nur 100? Ich habe 140 erlaubt. Wir sind doch nicht mehr auf dem Gegengleis unterwegs, wir sind auf dem richtigen Gleis unterwegs.
aus dem Thomas rausfahren, die können wir direkt aufnehmen. Dann werden wir in Hildesheim verspätet ankommen. Ich glaube, in Hildesheim haben wir auch genügend Wendezeit. Deswegen ist jetzt nicht das Problem. Das heißt, unsere Rückfahrt soll noch möglich antreten. Anzeige, das ist hier für die LZB. Das heißt, die Dinger sind, also das Ding hier ist LZB-fähig. Ich weiß nicht, ob es bei den 424ern auch so war, dass die LZB-fähig sind, aber ich gehe mal stark davon aus, weil die ja nach München kommen sollen, die 424er. Und ich weiß, dass in München die S-Bahn-Stammstrecke per LZB betrieben wird, aber eben nicht, weil dort Fernzüge langfahren mit über 160 km/h, sondern weil man unter LZB die S-Bahnen engere Abstände haben können, sodass man theoretisch alle anderthalb Minuten S-Bahn durchfahren könnte. Ich glaube, in der Realität sind es tatsächlich auch alle zwei Minuten, dass eine S-Bahn durchfährt. Nächster Halt, Stammstrecke. Allgemein müssen. Ausstieg in Fahrtrichtung. 32 ist doch jetzt schon wieder hin und bremsen. Am Ende des Bahnsteigs zu halten? Nee. Naja, pünktlicher wird es jetzt eh nicht mehr. Oh, wir wären jetzt hier auch wieder mit 8 Minuten Verspätung angekommen. So, Zustimmung zur Abfahrt haben wir schon mal vom Fahrdienstleiter bekommen. Sehr schön. Das sehen wir hier an diesem schiefen Strich, so gepunktet. Das heißt, dass in die Gegenrichtung, in die du gerade schaust, darfst du abfahren. Und wenn da ein durchgängiger Strich ist, so wie jetzt, heißt es, in die Richtung, die du schaust, darfst du abfahren. Das heißt, wir dürfen in die Richtung, die wir gerade schauen, dürfen wir jetzt abfahren. Die Zustimmung zur Abfahrt haben wir vom Fahrdienstleiter. So, die Leute sind jetzt natürlich alle schon hoffentlich hier hintergerannt. Weil da vorne habe ich jetzt nicht gehalten, ne? Also, eher gesagt, hier vorgerannt, weil da hinten habe ich nicht gehalten. So rum. Ich glaube eher richtig. Und wenn sie alle drinnen sind, geht's weiter mit dann wahrscheinlich von 9 Minuten Verspätung. Oder? Nee, weiter in 8 Minuten Verspätung. Na, das geht auch gut aus. Bleiben wir uns an 8 Minuten. Ist wenn nicht mehr, das ist gut. Also, wie bitte? Ja, 8 Minuten Verspätung ist trotzdem noch nicht gut. Nö, aber mehr besser, als 8 ist auch nicht besser. Was ist besser als noch mehr Verspätung dazu bekommen? Ja. Eigentlich sollte es mein Ziel sein, die 8 Minuten zu halten, ne? Gegebenenfalls vielleicht noch 1-2 Minütchen rauszufahren, aber das schaffe ich nicht mehr, weil wir sind auf der S-Bahn-Strecke und S-Bahn hat harte Takte. Da ist in der Regel eigentlich kein Spielraum bei S-Bahn, klassischerweise ein. Außer sind auf eingleisigen Strecken unterwegs, aber wir sind eigentlich hier durchgängig zweigleisig unterwegs, deswegen ist hier eigentlich alles schön hart getaktet. Da ist nicht viel rauszuholen. So, Harsum ist der nächste Halt bei 35,2, jetzt wieder mal höher, 5 Kilometer. Aber hier hat man sogar eine Trapeztafel in Gegenrichtung. Also hier wäre sogar die Fahrt in die Gegenrichtung nicht vorgesehen, aber immerhin haben wir einen Einfahrsignal, also einen Einfahrsignalersatz. Weil anstatt eines Vorsignals kann auch einfach nur diese Vorsignaltafel stehen. Das wird häufig auch gerne auf Nebenstrecken gemacht, das hatten wir ja auch schon. Zum Beispiel auf der Wutachtalbahn hatten wir das ja. Das ist immer eine Vorsignaltafel bauen, wenn wir so, ja okay, vielleicht ist das Vorsignal jetzt rot. Und anstelle eines Vorsignals kann auch eine Trapeztafel stehen. Der muss man auch immer anhalten, die geht wie ein rotes Signal. Und dann muss man sich vom Fahrdienstleiter eigentlich halt den schriftlichen Befehl holen. Oder es gibt nicht mehr eine Trapeztafel, dann muss halt eben schriftlichen Befehl drinstehen zur Fahrt, dass du auf Höhe des Signals halten musst. Weil ansonsten würde man einfach sagen können, ja, und dann eine Trapeztafel eben anhalten. Die hatten wir aber nicht, deswegen muss nur Höhe des Einfahrsignals anhalten. Das ist natürlich die unschönere Lösung, weil es eine Trapeztafel ist, dann wenigstens halbwegs
ich sag mal offiziell. So, 35,2 ist auch gleich schon wieder. Was haben wir jetzt hier? Ganz kurz weg, wenn ich finde. 36,0. Nächster Halt. Harsum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, doch, ich muss die Stunde bremsen, das ist jetzt doch. Ich bremse richtig. Alles richtig gemacht. Wieder da. Ja, das sind die Bahnsteige. Ich war nur gerade verwirrt, weil hier so ein riesiger Bahnhof war und ich die Hektometertafel nicht mehr erkannt habe. Ob ich denn auch schon richtig bremse. Oder ob ich zu früh oder zu spät bremse, aber nee, ich habe richtig nicht gebremst. Alles richtig gemacht. Hier ist der Bahnsteig, wir fahren mit 60 km/h ein. Läuft alles wie geplant. So, wir fahren bis vorne durch, weil hier keine Haltetafel ist. Zumindest, na, ich muss nicht ganz, ganz vorne halten. Der Bahnsteig ist auf jeden Fall länger als wir. Da reicht es auch, wenn ich hier halte. Die Leute müssen ja nicht unnötig weiter vorlaufen. Ja, seht ihr, ich hätte sogar noch eher halten können, weil da hinten ist noch ordentlich Luft am Bahnsteig. Jetzt schon. So, 35,2 und dann haben wir bei 40,7 auch schon Hildesheim. So, gut auf 5 Kilometer Abstand hier immer. Und wir sollten jetzt schon längst in Hildesheim angekommen sein übrigens. 17.13 wäre Ankunft, jetzt haben wir es schon 17.16. Aber wir halten weiterhin unsere 8 Minuten Verspätung. Deswegen, also soweit alles super. Ist halt wirklich dieser liegen gebliebene Güterzug, der uns die 8 Minuten gekostet hat. Unser gerade eben zu weit über den Bahnsteig fahren, das war ja tatsächlich sogar noch, das haben wir geschafft auszugleichen. Ne? Aber den Güterzug schaffen wir nicht auszugleichen. Und einmal zack weiter. Das passt, das sind noch genau 5 Kilometer von hier aus. Auch schon demnächst auf 110 runtergebremst, nur noch 40 km/h ist die Einfahrt in Hildesheim. Für einen ganzen Kilometer bei 39,7 wären wir auf 40 runtergebremst und bei 40,7 sind wir halt. Oh ja, davon doch nochmal einen Kilometer mit 40 km/h fahren, aber diesmal planmäßig und nicht wie vorhin aussagen planmäßig. Das war ja auch ein ganzer Kilometer. Sich geschlichen sind. Naja, wird sich schon über Gedanken gemacht, warum man mit 40 einfahren darf. Alles im Grunde. Und es war auch alles im Fahrplan eingebaut. Welches älteres Gleis? Bitte? Nicht irgendein älteres Gleis oder so? Da habe ich nicht mal eher eine enge Kurve. Oder das? Das ist eine enge Kurve. Ist. 10 km/h einmal. Das kann gekündigt werden. Die gelten 38,7 und ab 39,7 werden dann die 40 km/h. Also wahrscheinlich auch direkt da wird dann die 110 km/h gesagt werden, die ja gelten. Ab hier gelten die wahrscheinlich auch gleichzeitig der Vorankündiger für die 40 km/h mitkommen. Genau, hier aber langsam Fahrt erwarten. Gleichzeitig die 110 km/h. Landen am Ort sind hier 40 km/h. Wenn keine Kennziffer dabei ist. Und ich sagte, selbst der Buch verplant 40 km/h, deswegen ist mit 40 km/h auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wegen der Kurve, da können wir das Signal nämlich nicht einsehen. Warten gibt,
weil natürlich in einem Kilometer ist Hildesheim, da muss man natürlich stehen bleiben am Signal. Und da kommt wieder Zug in Gegenrichtung. Nächster Halt, Hildesheim Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Hannover. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, hier sehen wir auch schon die ersten Häuser von Hildesheim. Hier drüben kommt gerade noch eine eingleisige, nicht elektrifizierte Bahnstrecke dazu zu uns. Ich weiß, dass hier in Hildesheim noch eine andere S-Bahn-Linie der S-Bahn Hannover endet, die aber aus einer anderen Richtung denn hierher kommt nach Hildesheim. Die nicht über Lehrte, sondern über irgendwo anders lang fährt. Und noch irgendein ICE. Bei Hildesheim ist auch ein ICE halt und da drüben kommt dann eben noch eine andere Bahnstrecke. Genau. Und der ICE hält. Und wir halten hier an dem Bahnsteig jetzt. Hier drüben noch eine Bahnstrecke. Ich glaube, die andere S-Bahn kommt aus der Gegenrichtung. Also wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren würden, da würde dann die andere S-Bahn hier lang fahren. So, und der Hauptbahnhof von Hildesheim, der strahlt hier einen etwas altertümlichen Anblick. Zumindest die ganzen Schilder hier, die sehen alle etwas älter aus. Die sehen alle so ein bisschen aus wie Bundesbahnzeiten. Haltestelle ist zwar erst da vorne, aber ich halte mal hier am Eingang, weil, also wer nach da vorne geht, ist selber schuld. Also, wer will denn da vorne bitte einsteigen? Wenn hier der Eingang ist, dann gehen natürlich alle hier unter das Dach oder bleiben hier irgendwo am Eingang stehen. Aber hier vorne durchquetschen, der, wenn man mal schaut, zwischen der weißen Linie und dem Ding jetzt hier, der Treppe, da ist ja so ein schmaler Spalt, da kannst du ja gar nicht richtig lang gehen. Also, ne, da halte ich nicht. So. Mal vorspulen, bis alle ausgestiegen sind. Kriegt er noch einen Bericht? Jetzt hört der ICE einmal ab. ICT, ne? Zuerst ist ein ICT 7 und das ist ein ICT 1, 2, 3, 4, 5. Doch, und es sind zwei ICT 7, die zusammengekoppelt sind. Also es sind 14-teiliger ICE. Boah. Was? Das ist wahrscheinlich so lange wie die XXL-ICEs vom ICE 4, also die 13-teiligen ICE 4. Macht der wahrscheinlich Konkurrenz. Aber es ist so eine Doppeltraktion halt eben. Und die kann man natürlich dann trennen. Und dann können die natürlich auch geflügelt fahren. Oder halt eben dann zum Beispiel, dass der ICE nur mit halber Stärke weiterfährt. Auf irgendeiner Strecke. Zum Beispiel kenne ich es auch vom ICE, der von Dresden nach Frankfurt fährt. Der fährt alle 2 Stunden, ne, zum Beispiel. Und zwischen Frankfurt und Leipzig fährt er meistens Doppeltraktion. Und von Leipzig nach Dresden fährt in der Regel dann nur noch ein ICE weiter, statt 2 ICEs. Das sind aber kein ICT-7, sondern ICT-5, also ja. Manchmal fährt er auch in Doppeltraktion noch bis Dresden weiter, weil er stark ausgelastet ist, zu den Hauptverkehrszeiten. Aber in der Regel bleibt der zweite Zugteil in Leipzig stehen. So, und ich würde sagen, hier kommt keine Auswertung mehr. Deswegen, mal kurz, Background, Navigation, andere Zug übernehmen. Mich ausgerutscht gerade mit der Maus, anderen Zug übernehmen. Denn wir müssen unsere S-Bahn für die Gegenrichtung uns einmal auswählen. Und zwar ist das hier, diese hier von Hildesheim nach Hannover in 5 Minuten, ne? Naja, so viel ist da gar nicht mit Wartezeit und Wendezeit. Dank unserer schönen Verspätung. Und weil ich jetzt gerade noch ein bisschen vorgespult habe. Und da sitzen wir auch schon wieder drin in unserer S-Bahn, diesmal in der Gegenrichtung. Wie gesagt, wir sind immer noch die aus den 2425ern. Haben wir immer noch an derselben Stelle gehalten, nur bin ich jetzt ins andere Ende gerutscht und musste dafür eben einen anderen Zuglauf annehmen. Aber ja, da haben manchmal wie die Szenarios das machen, ob sie das eben machen, dass die Hin- und Rückfahrt zusammen in einem Szenario ist oder ob ich einfach jetzt ein neues Szenario starten muss für die Rückfahrt. Hier ist es halt eben so gemacht, dass ich mit der Rückfahrt ein anderes Szenario starten muss und irgendwie war die Tür nicht offen, warum auch immer. Egal, machen wir die Tür jetzt noch schnell auf. Und dann können wir pünktlich 43 losfahren, was jetzt schon längst durch ist. So, Türen können wir jetzt schließen. Na, fahren wir gleich mit plus einer Minute hier in Hildesheim los. Sehr gut. Soviel zur Pünktlichkeit, die ich eigentlich im Rückfahrt jetzt haben wollte. Passend zur Hinfahrt, ne? Eigentlich wollte ich die Rückfahrt jetzt pünktlich gestalten, ne? Aber gut.
Hoffen wir mal, dass ich einen Bus noch rausgefahren bekomme. Ja, eine Minute geht doch. Solange du nicht wieder 100 auf der 140er Strecke fährst oder so. Ja. Oder 100 in der 40er Langsamfahrtstrecke. Nee, jetzt fahre ich 40, weil wir hier weiter an 40 haben. Das ist halt dieselbe Geschwindigkeit jetzt wie hinzus. Gehen jetzt hier rückzus. So, jetzt haben wir hier über das. Über die Weiche aufs richtige Gleis rüber. Dann kann ich bei 40.1 geht's auf. Und auf dem 10 km/h. Müsste jetzt ja hier gleich sein, aber ich muss natürlich mit meinem Zugschluss auch drüber sein. Das heißt, ich werde erst bei 40.3 dann auf 110 km/h beschleunigen. Ne? Oder ich lunge einfach auf meinem Uferplan, der sagt, ich bin schon drüber, ich darf schon fahren, weil der Uferplan weiß, wie lange ich bin beim Zug. Dadurch kann er dann sagen, kann er mir anzeigen, wann ich beschleunigen darf, 110. 40 sind dann ab 39.3. Das ist auch jetzt die Moment. So, ich muss ein bisschen langsamer und jetzt sind wir mit 40, sodass ich einfach nämlich durchweg beschleunigen kann. Das ist einfach angenehm für die Fahrgäste, als wenn ich jetzt beschleunige, dann aufhören zu beschleunigen und dann ein paar Sekunden später wieder beschleunige. Das ist nicht so angenehm wie in der Trägheit. Deswegen ich dann lieber leicht von beschleunige runter und beschleunige dann. So, und dann haben wir da Harsum bei 35.2. Naja, same procedure als gerade eben. Nur in die Gegenrichtung. So. 35.2. Ja, bei 36.2 muss ich erst mal losen. Ein guter Kilometer nicht mehr. Jetzt können wir uns wegnehmen. Dörfchen irgendwas. So, 36,8. Die S-Bahn Hannover begrüßt Sie in der S3 nach Hannover über Lehrte. Nächster Halt: Harsum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Was denke ein rotes Signal, aber Vorsignal wird sich ein rotes Signal holen. Wenn ich mal ein Vorsignal habe. Vorsignal hatten wir schon, aber. Ja, die roten Lampen von den Autos. Es war nur Bahnübergang mit den Fahrzeugen. Sonst, wenn man rot sieht, hätte ich natürlich jetzt bremsen müssen. Ne? Im Sinne von halt eben, es kann auch sein, dass halt eben das Vorsignal grün zeigt, aber dann dem Fahrzeug einfällt, nee, fuck, ich hätte ihm gar nicht grün geben dürfen. Das Signal schnell wieder auf Rot zurückstellt, obwohl ich schon über das Vorsignal drüber gefahren bin. Das kann natürlich auch immer sein. Ah, ein bisschen zu weit. Ach, das wird schon noch was geben. Naja. Nicht an der ersten Tür aussteigen, ganz einfach. Aber in dem Fall hatte ich dann diese schwarzen Matten hier gesehen, die bei Bahnübergängen immer zwischen den Gleisen liegen. Und daher musste ich natürlich nicht bremsen. Weil ich natürlich gesehen habe, ah, okay, ist Bahnübergang. Aber muss man aufpassen, das kann natürlich trügerisch sein. So, 48 ist Abfahrtkumma, wir sind doch perfekt da. Ich habe die Minute wieder rausgefahren. Sehr gut. Weil, Türen können wir schließen, Fahrer sind alle eingestiegen und wir haben es immer noch 48, also nicht mal irgendwie 48 und 50 Sekunden, sondern 48 und 20 Sekunden, also alles im Rahmen. Wir sind wieder pünktlich. So. Algermissen bei 30.2 und da haben wir noch den Zusatzhinweis ESIG E50. Das bedeutet, sollten wir Langsampart kommen für die Einfahrt nach Algermissen, dann dürfen wir die nicht mit 40, sondern sogar mit 50 km/h. Dann kann es egal sein, dass da keine Kennziffer ist, sondern wenn keine Kennziffer so ist, dürfen trotzdem 50 km/h.
zu wissen, sollten wir die Langsamfahrt erhalten. Was ich aber nicht glaube, weil Langsamfahrt würde beispielsweise, wenn dann Leute das über eine Weiche fahren, also ins Gegengleis über, keine Ahnung, warum wir auch mit dem Bahnsteig in die Gegenrichtung halten sollten. Aber trotzdem, gut zu wissen. Das sind alles so kleine Dinge, die man alles dann irgendwo auf dem Schirm haben sollte. Dass man vielleicht doch noch schneller fahren darf und sofort, wenn irgendwas sein sollte. Und überall diese ganzen Informationen hier schon stehen, die man natürlich auch was anfangen muss, hierbei im Moment. Deswegen, so einfach ist es gar nicht zu machen. Es ist nicht einfach nur Hebel nach vorne. Und hatte ich jetzt vor kurzem auch wieder mit ganz vielen mit, ja, ist ja nur Hebel nach vorne, aber wenn man dann schon überlegt, was sind so Sicherungssysteme, musst du das PZB von einem alles abverlangen, so. 32, ja. Plus man muss die Buchfahrpläne lesen können. Plus, was ja alles im Spiel gar nicht dazu kommt, man muss den Zug ja aufrüsten, abrüsten, man muss Rangierfahrten machen, man muss diese Züge auftanken, man muss Bremsproben durchführen, man muss die Funktionen des Zuges checken und so und so fort. Und also diese einen Zug anschalten und ausschalten, das sind schon teilweise schon Wissenschaften für sich. Nächste Halt. Allgemeinwissen. Ausstieg. Weil auch jede Bauchreihe an sich individuell ist und einzelne Wünsche hat und in welcher Reihenfolge man das alles machen muss, gibt es auch keine allgemeine Handgeber für alles, sondern hat jeder Zug seine Besonderheiten und fort und solche Sachen. Oder auch zum Beispiel, dass man dann bei gewissen Zügen darauf achten sollte, wie rum man eine Lok ankuppelt, weil an sich Lokomotiven können ja mal in beide Richtungen fahren. Also zum Beispiel, wir haben vor kurzem gelernt, bei der Baureihe 218 ist es so, dass an dem einen hinter dem Einführer stand, dass da irgendwie irgendwelche Lüfter oder so sind, die ultra laut sind. Deswegen in der Regel versucht, den anderen Führerstand nach vorne zu machen, ne? Sodass der Lokführer auch die ganze Zeit nicht dieses Lüftergeräusch hat und dadurch einfach nichts mehr hört. Oder nur noch alles schwerer hört, weil die ganze Zeit alles von diesem Lüftergeräusch übertönt wird. Das sind all solche Sachen, die man alles wissen muss und halt eben, wenn irgendwelche Störungen sind, irgendwelche Probleme, muss man ja immer exakt perfekt reagieren können. So, weil wenn man an sich wirklich dieses einfache nach Konzept fahren nimmt, einfach nur diese ganze fahren und noch die Zugsicherungssysteme dazu, lernst halt eben, wie die Zugsicherungssysteme funktionieren, kriegst ein bisschen Übung darin, dann ist das schon einfach. Aber wenn die Störungen so dazukommen, dann ist das schon hart. Und deswegen ist es auch logisch, dass man dafür 3 Jahre Ausbildung macht und dass selbst ein Quereinstieg, den man in der Regel innerhalb von, keine Ahnung, normalerweise 2, 3, 4 Monate hinbekommt, dass der für einen Lokführer bei 9 bis 12 Monaten liegt, wo ich mir auch denke, also für jemanden, der keine Ahnung von der ganzen Materie hat, ich bin da ja schon vorbelastet, sage ich mal, aber jemand, der gar keine Ahnung hat, dass der das alles in 9 bis 12 Monaten lernt, also wirklich alles, von dem Regelbetriebzeug, was ich hier mache, plus noch alle Sonderheiten, ne? Dann noch 2 Baureihen, in der Ausbildung hat man ja zwei Baureihen komplett auswendig wissen, wo, wie, was, welcher Schalter ist, wie Bremsprobe, was die Besonderheiten sind, wie ich die hochfahre, runterfahre, wie ich eine Fahrzeugstörung behebe, eine kleine, wenn der irgendwie rummeckert, das ist ja auch jeder Zug anders, dass das und das da beachten muss, weil er sonst die Fahrzeugstörung hat und da ist er besonders sensibel. Und wenn das ist, dann musst du dies und das machen, damit er wieder funktioniert. Und diese ganze Sonderheit, also das alles in 9 Monaten, Chapeau. Du wolltest irgendwas sagen. Ich glaube, ich wollte dir nichts sagen, aber ich wollte dich erstmal zur Insel ragen lassen. Ja, yeah. Er hat gerade eine Masse in der Luft gespielt. Nur mal etwas Masse. Ja, grüße dich aus deinem Streckenbauer. So, 22,7, 7 Kilometer dürfen wir jetzt fast fahren. Aber noch irgendwelche Ergänzungen dazu? Ja, ich finde, Quereinsteiger sollten nichts am Dings tun. Nix am was? Aber Lokführer. Das Ding ist halt, du hast halt noch als Lokführer, hast du auch eine Riesenverantwortung. Nee, also, Quereinsteiger sind ja schon wichtig, weil Lokführer haben wir auch viel zu wenig. Deswegen, Quereinsteiger ist schon wichtig, aber man muss als technisch ist dieses Konzept trotzdem doof. Es gibt Pro- und Kontersturm, aber in der Regel sind Quereinsteiger, am Ende haben sie dasselbe Wissen, ne? Und sie müssen ja trotzdem Prüfungen ablegen und sowas, wie bei einer Ausbildung auch. Ja, nur das Problem ist halt eben, die haben nicht 3 Jahre Zeit, wo sie nach und nach das Zeug alles lernen und in Praxis halt eben auch bekommen, weil Ausbildung ist eigentlich so auch ein erstes Lehrjahr, das ist die ganze Eisenbahntheorie,
zweites Lehrjahr ist eben das ganze Fahren Regelbetrieb. Und das dritte Lehrjahr ist eben einfach, dass man lernt, was ist bei Sonderfällen. Und parallel dazu hat man ja immer noch die ganze praktische Zeug, wo man halt eben dann parallel die Ausbildung auf den zwei Baureihen halt eben bekommt. Wo man dann eben erklärt bekommt, bei dem Zug das und das beachten und der Zug muss dann so und so fahren und so geht eine Bremsprobe bei dem Zug. Und bei jeder weiteren Baureihe, die man danach noch lernt, hat man dann wieder dann Kurse, wo man eben lernen muss, wie funktioniert dieser Zug zum Beispiel. Deswegen, also in 3 Jahren kann man das alles schön machen und 9 Monate ist anscheinend auch möglich für viele, weil da gibt es schon viele Leute, die Quereinstieg machen, aber ich stelle es mir unheimlich hart vor, dass man dort einfach die ganze Zeit wirklich nur da sitzen muss und diese ganze Eisenbahntheorie reinpfeifen muss und man am Ende halt eben die ganzen Prüfungen bestehen muss, weil das ganze Wissen einfach auf 9 Monate komprimiert wird. Die sind Quereinsteiger schon, weil überall fehlt es an Leuten. Bei uns in der Region Dresden, ne? Bei uns gibt es immer noch Fahrplaneinschränkungen, weil wir zu wenig Lokführer haben. Zum Beispiel. Und was ich auch gelesen hatte, irgendwo in Niedersachsen, ne? Da fällt jetzt eine Regionalbahnlinie aus und die zweite Regionalbahnlinie fällt zu Teilen aus, weil einfach jetzt von den Quereinsteigern extrem viele durch die Prüfung gefallen sind und dadurch einfach die plötzlich die ganzen Lokführer, die es schon alle eingeplant hatten, ne, plötzlich alle nicht mehr da sind. Und jetzt kann niemanden haben, der die Strecken fahren kann. Also gebraucht werden sie schon, aber es ist halt hart. Nächster Halt. Ja. Siegende. Ausstieg. Roboter Richtung. Rechts. Autonome Züge. Ja, das kommt ja nach und nach, die Automatisierung, aber nach und nach wird es ja probiert, insbesondere noch bietet sich natürlich auch isolierten Systemen, also die S-Bahn Hamburg ist da ja Vorreiter in Deutschland. Weil so autonome Züge, weil wenn das autonomes plus, ach ich hab mich schon verbremst, plus Mensch oder das zusammenkommt, ist dann immer ein bisschen schwieriger. Teilautonom ist ja schon auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, ja. Aber es kommen nach und nach erst auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken oder auf solchen isolierten Netzen wie die S-Bahn Hamburg und die S-Bahn Berlin. Und danach und nach auf den Hauptstrecken. Aber ehe die hinterletzte Nebenbahnstrecke komplett digitalisiert wurde und autonom dort gefahren wird, ich glaube, da bleibt der Lokführerberuf noch eine Weile erhalten, ne? Insbesondere, weil er wird sich das Berufsbild des Lokführers über die Zeit hin einfach weiter ändern, weil der Lokführer einfach dann zunehmend mehr eine Rolle des Beobachters durchführt, als die desjenigen, der wirklich den Zug fährt. Weil man überlegt, es gibt einen Autopiloten bei Flugzeugen zum Beispiel. Die Flugzeuge können autonom fliegen, teilweise sogar autonom starten und landen mittlerweile. Es gibt ja auch Landeassistenten und alles Mögliche. Theoretisch bräuchte es keine Piloten mehr. Die Flugzeuge können schon weitgehend autonom fliegen, aber es gilt ja immer, was ist, wenn die Technik ausfällt? Ja. Da brauchst du irgendwen an Bord, der das Ruder übernehmen kann. Ja. Ich meine, wenn du jetzt mal von autonomen Taxis oder so ausgehst, da, das ist ja in der Stadt, da kannst du eben, kann dann halt ein Abschleppdienst sozusagen da sein, also Abschleppdienst, ja, oder ein Technikteam, oder du holst halt einfach ein anderes Auto. Aber was machst du, wenn im Flugzeug, wenn da der Autopilot einmal ausfällt und keiner kann es fliegen? Und beim Zug ist es ähnlich. Also. Ja. Vielleicht, wenn man überlegt, so, wir hatten jetzt gerade der Güterzug, der liegen geblieben ist, was der plötzlich hier blockiert hat. Plötzlich war aus der zweigleisigen Strecke eine eingleisige Strecke geworden, die in eine Richtung nur mit schriftlichem Befehl befahren werden konnte. Und verringerter Geschwindigkeit. So zum Beispiel. Und der wird dann natürlich relativ schnell abgeschleppt, aber wenn der Zug autonom ist, dann ist natürlich alles schwieriger. Sehen Sie, das wird nicht passieren, der wird sich einfach nur im Laufe der Zeit immer weiter wandeln. Weil man ja sagen muss, weil ich jetzt gerade meint, die hinterletzte Nebenbahnstrecke, ich weiß, im Erzgebirge gibt es eine Bahnstrecke, auf der sich seit Jahren schon keinen Personenverkehr mehr fährt, weil lohnt nicht, die jetzt irgendwelche Universitäten, ich weiß gar nicht, welche Universitäten das genau sind,
die Bahn, haben die jetzt vollkommen digitalisiert und mit 5G ausgestattet und allem möglichen Pipapo. Und haben dort jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich dort oben im Erzgebirge einen Zug fahren lassen, ich glaube aus Göttingen oder so. Also ein Lokführer hat den Zug tatsächlich aus der Ferne gefahren. Und klar, wenn man alle Strecken so komplett autonomisiert hätte, auch die hinterletzte Nebenbahn eben, dann wäre es natürlich auch möglich, dass halt einfach die Züge wirklich voll autonom fahren und die Lokführer dann nur da sitzen, ne? Und sollte unter dem mehrere Züge überwachen und sollte irgendein Zug ausfallen, dass man den dann immer noch ferngesteuert übernehmen könnte. Aber dazu ist, dass man alle Eisenbahnstrecken vollkommen automatisieren und digitalisieren. Und das fängt erst damit an, dass man flächendeckend über alle Bahnstrecken 5G haben müsste. Und bei der Digitalisierungsgeschwindigkeit in Deutschland mache ich mir echt keine Sorgen. Bis das so weit ist. So, wir sind jetzt bei Kilometer 19. Wir haben in der nächsten Halte Lehrte bei 16,4, aber wenn wir genau sehen, haben wir da nochmal einen Kilometerumbruch dazwischen. Ne? Weil es springt dann von 14,2 unserer Bahnstrecke, wechselt dann auf eine andere Bahnstrecke und wechselt zu Kilometer 19. Also wir haben noch ordentlich Kilometer vor uns hier für Lehrte. So, wir haben hier 120 km/h. Hier fährt übrigens der Güterzug, der ist anscheinend jetzt schon weg. Fahrbar. Aber gut, die S-Bahn in Gegenrichtung, die uns da gerade in Seen entgegenkam, die hatte ja auch keine Verspätung. Also war ja pünktlich, deswegen ist wahrscheinlich schon klar, dass hier jetzt alles wieder reibungslos laufen muss. Und vielleicht haben sie auch die Lok wieder repariert bekommen, weil war noch irgendein kleiner Schaden. Auch muss bald erleben, dass hier abgeschleppt wird. Drüber ist natürlich auch einfacher, wenn da in jedem kleinen Dorfbahnhof irgendwelche ein, zwei Lokomotiven irgendwie rumstehen, also Ersatzlokomotiven, die auch immer schnell auf die Strecke rausfahren konnten, den Zug abschleppen konnten. Das ist natürlich heute weniger so. Das ist ja nur noch auf den ganz großen Bahnhöfen, dass da, wenn da überhaupt noch einzelne Züge oder Lokomotiven da rumstehen, für Ersatzzüge und so fort. Aber da ist natürlich dann auch möglich, dass man da einfach eine zweite Lokomotive einfach davor hängt und dann den Zug abschleppt. Wie auch immer das ausgegangen ist in dem Zug, wir haben keine Ahnung. Da bin ich gefahren. Wir haben nur gesehen, dass er lag. Er stand. Er lag. Also er ist liegen geblieben. Er stand auf den Gleisen. Ja. So, hier geht es wieder 80 und nochmal 80 erwarten. Das ist das dritte Mal, dass wir 80 erwarten. Wir kommen erst mit 80 erwarten. Dann hatten wir wieder 80 und 80 erwarten. Jetzt haben wir wieder 80 und 80 erwarten. So, hier geht es übrigens einmal ins Gegengleis, biegt es hier einmal ab. Und hier aber nochmal einen Weichentrapez. Im Sinne von hier geht jetzt aber das Gegengleis ab und hier können wir unbedingt auf dem Gleis hin und her wechseln, was wir ja vorhin noch machen mussten. Aber wir fahren jetzt einmal hier diesen riesigen Bogen, den ich vorhin meinte, den wir da am Horizont gesehen haben. Damit wir hier in die Bahnhofplatte reinkommen. Dabei hier alle Bahnstrecken einbetrunken können. Also einmal hier geht es über die Bahnstrecke nach Braunschweig wieder. Dann gleich über oder unterqueren wir noch die Bahnstrecke nach Berlin, die da sehen wir da drüben gerade. Das ist die Schnellfahrstrecke nach Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es die Schnellfahrstrecke ist, aber wir fahren den Bahnzug unter anderem, auch was ich sehe. Oder? Nee. Bindungskurve von der Braunschweiger Strecke, ich weiß nicht. Sonst immer 80 und 100 erwarten. Und ich glaube, das ist eine Verbindungskurve von der Braunschweiger Strecke. Und hier haben wir das jetzt die Strecke nach Berlin. Und jetzt ist es die Überquerung. So. Jetzt auch wieder irgendwelche Verbindungskurven und so fort, wo man natürlich zwischen allen Strecken hin und her wechseln kann. Oder auch im Falle von irgendwelchen Ausfällen oder irgendwelchen
irgendwas kaputt, dass man dafür die Gleise wechseln kann und der Betrieb nicht komplett stehen bleibt, sondern einfach wieder umgeleitet werden kann, nicht über irgendwelche anderen Gleise. So, hier gehen jetzt 100 km/h, um wir haben 60 zu erwarten. Ne? Und die 100 kann ich ein bisschen ausnutzen. Kann ein bisschen beschleunigen, ein bisschen unökonomisch beschleunigen. Unökonomisch natürlich. Und dann hier direkt wieder runter zu bremsen, weil wir gut auf 60 müssen. Oder das innerhalb von 23 Sekunden oder 85 müssen. Also innerhalb von 23 Sekunden nachdem wir bestätigt haben. So. Ich muss gerade für 93 Sekunden einmal hoch auf 100 und wieder hoch auf 85. Lehrte. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Schön unökonomisch, unökonomisch. Der Zeitersparnis rechts. Von wenigen Sekunden erbracht. Dein Wort fahrt mir nicht. Es ist einfach nur dumm. Es war einfach nur für Spaß, dass ich so gefangen bin. Und Geld haben wir auch noch. 16,4, na tatsächlich, das ist ja schon gleich. Das sind wir doch schon jeden Moment wieder da. Das sind wir auch schon gelernt. So, hier drüben auf Gleis 14 und wir halten aber auf Gleis 13 einmal. Und jetzt haben wir auch schon langsam warten können. Gerade eben noch gelb-gelb, jetzt haben wir schon grün-gelb. Aber trotzdem halt erwarten. Und da drüben auf Gleis 1, 2 oder 3, habe ich gar nicht gesehen, stand wieder so eine Regionalbahn. Von der Bahnstrecke Berlin-Hannover. Und da stehen wir. So, müssen wir nochmal auch Fahrt erwarten bekommen, statt Halt erwarten. Wäre zumindest ganz sinnvoll. So, Lehrte bei Minute 6 zum Abfahren. Akku haben wir jetzt sogar bekommen. Warte, warte, ne? Minute 5 sollten wir ankommen, das natürlich nicht geschafft. Sind wir Minute 6 mal angekommen, aber bei Minute 6 abfahren, das schaffen wir sogar vielleicht noch. Also ja, wir sind pünktlich. Pünktlich, halbe Minute Verspätung, irgendwie sowas rum. Aber halbe Minute ist ja auch nichts. Also, ist das schon. So. Na komm, Männchen, verschwinde. Nein, nein. Komm schon, du kleines rotes Männchen, ich will meinen Feierabend. Da. Und dann geht's einmal auf die S-Bahn-Strecke Richtung Hannover. Wo jetzt natürlich gleich mitten auf der Strecke uns der Kollege die S-Bahn übernehmen wird. Der ist gerade hier in Lehrte eingestiegen. Wir machen einen fliegenden Wechsel mitten in der Fahrt. Ultra hochrealistisch natürlich. So, wir haben 40 fahren, jetzt kommen wir rein, jetzt kommen wir 60 km/h fahren. So. Und einmal rüber auf die S-Bahn-Strecke, ich hier gerade was mit der Bahn. Jetzt kommen wir in die Güterbahn rein, da brauchen wir aber gar nicht hin. Kesselwagenzug stehen und Güterbahn. So wahrscheinlich hier auf diesem Signal gelten 120 km/h. Genau. Jetzt kann man beschleunigen. Wahrscheinlich noch ein Tainerzug, noch einen anderen Güterzug. Fährt gerade noch einen rein in Güterbahnzug. Wir kriegen ein gelbes Signal. Das bei mir gerade ein bisschen ausgesetzt. Ja, das kann passieren.
Grüße gehen raus an meinen WLAN-Stick. Das ist eine Arbeit, wo man zuverlässig berichtet. Nicht. Gerade der Stream ein bisschen vorgespult, um wieder aufzuholen. Naja. Das sah sehr interessant aus, wie schnell du durch diese Kurve durchgefahren bist. Das ist gut, dass ich nicht entgleist bin. Ja, ich dachte mir so, warte mal, hä? Normalerweise fährt er nicht so schnell. Er wird sich speedy gemacht. Nein. Von oben das rote Signal schon. Und da ist auch Ende für uns. Herzmagneten, der natürlich auslöst. Ja, sehen wir, was dort ausgelöst. Und da bleiben wir stehen. Und kriegen unsere Auswertung, aber auch nur für die Rückfahrt. Ne? Einmal sind wir durchgerauscht. Durchschnittlich hatten wir maximal 1 Minute Verspätung, durchschnittlich 0 Minuten Verspätung. Und nach 100% Abzug für die Geschwindigkeitsüberschreitungen bekommen. Ja, aber gefahren würde ich sagen, ich war in einem Peak zu schnell. Na, ich war mal ein bisschen zu früh beschleunigt. Ja. Denn hier ist ganz witzig, weil wir hier sind mal zu weit gefahren, haben gehalten, sind rückwärts gefahren, sind dann hier wieder beschleunigt. Das sieht ja so witzig aus dem Diagramm aus. Und wir sind auch seitdem zu weit gefahren, deswegen wir zurücksetzen mussten, weil wir dann noch Abzug bekommen haben für Fahrplan halt vergessen. Ja, aber ansonsten, ne? Ist das doch eigentlich. Auf jeden Fall keine, nicht so viel Verspätung wie auf der Hinfahrt. Hier waren wir auch wieder ein bisschen zu schnell. Das hätte auch nicht sein müssen. Waren wir ein bisschen über 80 km/h. Dann sehen wir es auch hier, wie wir. Hier waren diese 100 im kurzen Lauf, wie ich dann hier zack beschleunigt habe, hoch auf die 100. Und dann hier, das Grün ist die Bremskurve, die da kam, dann direkt wieder runter bin. Also, das war schon sehr, 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 sehr knapp, wie ich da gefahren bin. Also, einen kleinen Millimeter zu spät. Später gebremst und ich hätte Zwangsbremsung bekommen. Also, das war sehr, sehr risky, auf die 100 km/h hoch und wieder runter zu gehen. Also, die PZB war mir sehr, sehr knapp auf den Fersen. Aber ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und nächste Woche Samstag, passend zu unserem Kanalgeburtstag, gibt es dann die Abschlussfolge von Zusi 3, wo wir auf der Bahnstrecke hier einmal in die Gegenrichtung fahren werden. Von Celle nach Hamburg wieder. Einmal die gesamte Strecke da mit Metronom abfahren. Hier auf der S-Bahn sind wir ja in beide Richtungen gefahren. Aber das nochmal als Abschluss, wie wir da mit dem Metronom einmal kommen langfahren. Erst in dem RE2 und dann wechseln wir in Celle direkt zum RE3, fahren dann weiter als der RE3. Das war ein durchgebundener Zug. Wird ganz interessant, wird ganz schön. Letzte Abschlussfolge wird aber schon hier mal an die 2 Stunden lang werden. Als XXL-Folge für euch. Aber ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr da auch einschaltet zur letzten Folge, zur XXL-Folge. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.